Redstone und ich kann's nicht abbauen. Was, wie, du kannst es nicht abbauen? Ja, hallo Minecraft-Freunde, und das war die Ankündigung von Yama. Das waren die Fanfaren. Und David, du darfst auch Hallo sagen. Hallo. Okay, was haben wir heute vor? Und zwar hier das Erweitern. Bitte geht nicht. Oh. Wir möchten nämlich, ich bin hier ins Wasser gefallen. Ah, nee, halt, diese Folge wollten wir hier noch nicht erweitern, Yama. Was? Diese Folge wollten wir noch nicht erweitern, wir wollten was anderes machen. Komm mal mit. Was denn bitte? Komm mit. Das habe ich nämlich den Zuschauern versprochen, weil sie nämlich da auch immer wieder nachgefragt haben. Warum versprichst du denn einfach so zu... Und hey. Zwar da hinten oben. Da wollen wir die Insel erweitern. Das heißt, wir nehmen ganz viel Erde mit. Buddeln die irgendwo raus oder aus den Kisten. Du weißt schon, dass die Erde nicht zu diesem Slime-Zeug wird, ne? Das weiß ich. Nein, wir wollen ja da oben bauen auch. Das heißt, wir nehmen auch Koppel mit, da können wir auch eine Baufläche bauen. Ich kümmere mich um die Küche, denn das Ding kannst du machen. Ist klar. Wir wollen da oben unser Häusel bauen und alles. Ja, dann tut das doch. Das hatten wir doch gesagt. So, und ich will jetzt erstmal kurz die Küche vermehren. Das wird doch getan. Mythos, kann ich mal bitte deine Hacke haben? Meine Hacke? Ja. Ach, Mythos, wenn du hoch willst, ich hab was für dich. Muss repariert werden. Geht mehr. Mythos, komm mal bitte kurz her. Ja, weißt du? So, und zwar hab ich, wenn du nach oben gehen willst, dieses schöne Ding hier. Das kannst du dir in deinem Inventar auf den zweiten Platz ziehen und hast dann, wenn du das Inventar nochmal öffnest, nochmal ein Zusatzinventar. Ja, finde ich gut. Also kannst du dann doch einiges mehr mit hochnehmen. Jo, das ist sehr gut. Das heißt, ich nehme hier noch ein paar Cobbles mehr mit. Ach, übrigens, ich bräuchte was zu essen. Mossi lassen wir hier. Was haben wir da noch alles? So. Da haben wir noch Erde. Nee, das haben wir noch was zu essen. Gut, dann esse ich ein bisschen. Wenig Koppel da. Yama. Was haben wir hier hinten noch? Ach, ach nee, das ist die Seedstruhe. Gut, das ist da. Nein. Sortieren wir das mal. So, dann nehmen wir das mit. Hier sind auch noch ein paar Toasts drinnen. Ja, Essen, Sister, das muss ich auch mitnehmen. Jo. Haus baue ich da oben noch nicht. Ich sehe erstmal zu, dass wir da oben eine Fläche bekommen, eine vernünftige. So, die nehmen wir auch mit. Meine Koppel gibt's hier ja genug. Ja. Glücklicherweise. Was ist das denn? Das ist cool. Okay, das, nee, nicht wirklich. Warte mal. Achso, haben wir noch Kupfer? Ich würde gerne meine Pickaxe reparieren. Kupfer, ich schau mal kurz. Weil habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet gehabt. Kupfer? Ja, Kupfer geht auch. Ja, ist ja Kupfer. Da haben wir Kupferbarren, ja, das sollte schon reichen. Ich will nur meine Pickaxe reparieren. Das heißt hier, diese und die Schaufel könnte ich eigentlich auch mal reparieren. Da ist noch ein ganzer Block aus Kupfer. Das machen wir komplett heile. Besser ist das. So. Das lege ich mal wieder in die Truhe zurück. Restliche Kupfer. So, und dann mache ich mich da jetzt auf. Uff. Ich wollte ein bisschen... Überall diese Gummibäume. Runter in die Mine. Ja, Gummibäume sind das. Schleimbäume sind das ja. So, dann auf ins kühle Nass. Dann schwimmen wir darüber. Zu dieser wunderschönen Jump'n'Run Challenge. Ja, so in etwa. Warte mal, was ist denn das da unten? Da ist doch was. Wollen wir das abbauen? Moment mal. Oh, ich sollte erstmal auftauen. Ja, wir sind voll. So, und was essen. So, und dann wieder runter.
deine Pickaxe gleich parat haben. So, machen wir erst das weg und dann nochmal auftauchen und dann das nächste weghauen. Und ich verziehe mich mal nach unten. Von euch hat keiner ein Schild, ne? Ein Schild? Ja, ein Schild. Zum Draufschreiben oder zum Schlagen? Um mir sozusagen ein Unterwasseratmungsgerät sozusagen zu bauen. Nicht gut. Nein, ich hab's geschafft. Dann gucke ich mir gleich mal an, was das ist, was ich da ausgebuddelt habe, gerade unter Wasser. Aber erstmal schwimme ich an Land. Sonst saube ich hier nämlich ab. Mann, oh, wer hat denn diesen fantasievollen Treppenaufstieg gebaut oder was auch immer das darstellen soll? Ich glaube, das war Wookie. Ich habe selber mal versucht, da irgendwie hochzukommen, hab's aber nicht so wirklich geschafft. Okay. Gut, also das werden wir so ein bisschen abändern, würde ich sagen. Na, ich habe schon gedacht, vielleicht mit Half-Slaps an der Seite. Da kann man wenigstens hochlaufen. Ja, ich mache jetzt keine Half-Slaps, ich mache hier volle Blöcke. Dann kommen wir auf jeden Fall hoch. Weil Jump'n'Run ist auch nicht so mein Fall. Mhm. Nicht wirklich. So. Aber sehr kunstvoll, das muss ich schon sagen, ne? So. Hat auf jeden Aber Fall wir nicht kommen jeder. Auf jeden Fall nach oben, das ist schon mal sehr gut. Ne? Also ich würde da wahrscheinlich so ab der Hälfte so ungefähr nach unten stürzen, tot und dann wieder neu starten und deshalb, das riskiere ich nicht. Ich will da nicht ständig neu starten müssen. Da fällt mir ein, wir bräuchten dann auch Wollblöcke für den Elevator, also für den Aufzug. Ah, ja, stimmt. Ja, da müssen wir ein paar Schafe auch rankriegen. Ja, dann können wir später hier einen Elevator hinmachen, ne? Hm, so in die Mitte? Enderaugen oder Enderperlen oder so. Enderperlen brauchen wir dafür, ne? Oder Enderaugen? Enderperlen. Enderperlen, ja. Da können wir dann hinterher schön hier mit Lift rauf und runter, das ist doch gut. Aber das geht, glaube ich, nur maximal 7 oder 8 Blöcke, ne? Oder irgend sowas war doch da. Ich glaube ein bisschen mehr, aber du kannst ja... Da müssen wir dann immer mehrere Etappen machen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall einfacher, als da die ganze Zeit hochzulaufen. Richtig, richtig deutlich einfacher. So, ich esse erstmal noch ein Brot. Ich habe vergessen, Brot mitzunehmen, ich Depp. Das war so klar. 3 Brote noch und dann wird's eng hier oben. Egal, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. So. Ja, notfalls sterben wir dann da oben, ne? Dann ist ja alles in diesem Grab drin, sozusagen. Und außerdem hätte das eigentlich mal ausgeleuchtet werden müssen. Weil sonst spawnen hier nämlich als irgendwelche Viecher. Ungünstig. Äußerst ungünstig. Kohle. So. Hier machen wir auch wieder eine hin. So. So. Dann da wieder eine hin. Dumpido. So. Wir kommen auf jeden Fall Stück für Stück nach oben. Mhm. Bis jetzt bin ich noch nicht gefallen. Fackel hin. Hallo, hört man mich überhaupt? Nein, man hört dich nicht, Jammer. Man hört dich nicht. Nein. Okay. Was möchtest du denn? Ich würde nur sagen, dass ich auch noch da bin. Was? Ich wollte nur sagen, dass ich auch noch da bin. Ja, das finde ich gut. Ich frage mich sowieso, warum du nichts sagst. Oh, Redstone und... Weil bist du auf einmal so ruhig. Ich meine, kennen wir ja gar nicht von dir, ne? Weiß nicht, was es beim Heben wir mal ein Riesenloch aus, so viel zu sagen gibt. Okay. Redstone und ich kann es nicht abbauen. Was, wie, du kannst es nicht abbauen? Ja, das ist Harvest Level Diamant. Dafür reicht die Spitzhacke noch nicht. Das weißt du aber nicht. Ja, stimmt, da war ja was. Das ist echt hart. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo was ist. Versuch's mal abzubauen. Das ist viel wert. Nein, nicht versuchen, weil das geht sonst kaputt. Ich weiß. Ja, ich weiß. So. Wir kommen langsam nach oben. Wie viel Kohle liegt denn hier rum? Das sind 3 Vorräte ineinander, also. Echt? Ja.
Ja, ist doch gut, wenn es viel ist. Ich meine, wir brauchen ja auch viel, ne? Mhm. Puh, nicht mehr weit. Wir erklimmen dieses Gebilde, was immer das auch ist. Aber wir werden nach oben kommen. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Nee, Thomas, ich hab meinen Text hier fing er dann an, sparsam zu werden? Da hat er dann mit Half-Steps gearbeitet. Nee, Thomas. Ja? Ich hab meinen Text vergessen. Du hast deinen Text vergessen? Okay. Nicht so schlimm. Kannst du mir machen. Dann mach schnell 9. Kann ich nicht. Das soll ich ihm sagen. Echt krass. Okay, gut. Weiter haben wir es hoffentlich nicht mehr. Nee, das war nicht ernst. Ich weiß nur wirklich nicht mehr. Ich habe dir keinen Text vorgegeben. Wäre mir jedenfalls das sollst du aber bitte. Bitte was? Sag mir, was ich sagen soll, ich sag. Okay. Ich krieg das noch hin? Sag ich doch. Ich krieg das noch hin? Sag ich doch. Nein, Yama. Nein, Yama. Wird auf jeden Fall interessant werden. Nochmal Kohle. Ja, mal erzähl mal was aus deiner Jugend. Ja, mal erzähl mal was aus deiner Jugend. Nein, jetzt nicht als Nachbarn. Nein, jetzt nicht als Nachbarn, bitte. Ja, Mann! Ja, Mann! Juhu, wir können Tin abbauen. Ich hab die Spitzhacke aufgelevelt. Ja, meine gibt gleich einen Geist aus. Na, ich habe mir ein bisschen Eisen mitgenommen zum Reparieren, aber das ist jetzt auch schon wieder futsch. Doch so schlimm. So, hier haben wir jetzt quasi die vorletzte Stufe. Oh, Eisen. Stufe. Die vorletzte. So. Hier leuchten wir auch aus. Ich habe noch meine Jugend. Ich kann also nichts aus der Jugend erzählen, weil ich noch nicht alt bin. Gerade dann kannst du noch was aus deiner Jugend erzählen. Ich meine, hallo? Du erlebst sie gerade. Eben, und? Da kann man noch nichts drüber erzählen. Und Yama, du hast sie noch nicht wieder vergessen. Nein, komm mir nicht so nah. Hä? Nein, hier sind lauter Slimes. Nee, das ist paranoid. Oh, das ist ein stärkerer Slime. Nee, das ist paranoid. Nee, das ist paranoid. Und einer hat mich hier irgendwie so vergiftet. Ich bin nicht paranoid. Nee, nenn es wie du willst, nenn ich hab nur Angst vor Schleimen. Hallo? Metas hat eine Phobie, eine Schleimphobie. Ja, genau. Was machst du, wenn du mal erkältet bist? Vor mir wird's selber weglaufen. Aber das funktioniert nicht. So, ja. Machen wir uns da hinten hin. Ausgesetzt, wir kommen hier irgendwie. Ach, da kommt ja schon noch einer. Ich mache erstmal hier auch noch ein bisschen Licht hin. Lass mich in Ruhe, bis ich ausgeleuchtet habe. So, und jetzt können wir zwei uns unterhalten. Okay, worüber? Ich meine den Schleim hier. Also, ich kann ja mal irgendwas erzählen. Also, du kennst ja sicherlich sowas wie Autos, ne? Da bin ich auf einmal in Urlaub gefahren und da hatten wir auch ein Auto genommen. Hau ab! Stirb! So, ich meine nicht, Jammer. Denk nichts Falsches. Toll, jetzt sollte eigentlich nichts mehr sein. Spawn. Gut. Erzähl, Yammer. Ich wüsste nicht was. Du wolltest doch gerade was erzählen. Nee, oh, ich hab kein Brot mehr. Ich will ja mit dir reden und nicht den Leuten was erzählen. Ich meine, die Leute, die hören ja immer was. So, hier oben würde ich sagen, machen wir uns so eine kleine Farm hin. Oh nein! Jetzt habe ich mir den ganzen Weg nach oben wieder machen. Du bist aber nicht zufällig runtergefallen, oder? Doch, ins Wasser. Der Server hängt gerade. Was? Ja, ich mag's. Nein. Doch, und wie? Oh, oh. Oh, oh, da ist auch was Gemeines. Ich muss hier weg. Leute, warum ist denn hier nicht ausgeleuchtet? Frag mich das nicht. Hey, wieso habe ich keine OP mehr? Das ist sehr komisch. Creeper, böser Creeper. So. Scheint aber wieder zu gehen. Hier, was hin? Ja. Dann da hoch. So. Wasser. Schnell wieder hoch. Dann machen wir auch noch was hin.
Nein, bei mir fährt gerade die Feuerwehr rum. Ja, so ungefähr. So in etwa, ja. Ich bin ja bei dir und du merkst es nicht. So. Ich habe jetzt erstmal wieder einen weiten Weg nach oben und ich setze mal hier überall Fackeln für alle Fälle. So. Zack. Dass hier keine Viecher auf dem. Nein! Nicht im Ernst! Was denn? Halt, ich brenne nicht mehr. So, jetzt aber weg hier. Diese blöden Viecher. Leute, ich lauf mal zu euch zurück, ja? Okay. Ja, weil ist ich hab hier. Ich hab hier. Ist euch. Was? Wer ist euch? Ihr, du, schließ dich mit ein. Ja, komm her. Ich bin hier auf der Flucht. Hä? Das gerade gelegt? Ja, egal. Schon die ganze Zeit. Das ist aber nicht gut. Versuch mal, ob du die Welt speichern kannst. Ich glaube, das hilft. Das ist nicht mein Server, das ist dein Server, Jammer. Ja, aber ich habe hier kein OP mehr. Was? Ja, dann hat mir OP weggenommen. Ich habe dir kein OP weggenommen. Und ich bin auf der Flucht, ich kann jetzt gar nichts eingeben. Ich bin froh, wenn ich hier in rettende Sicherheit komme. Ich weiß gar nicht, es ist gerade eigentlich Nacht draußen. Und ich brauche mal was zu essen. Wäre eine schöne Sache. Wir besitzen leider noch. Und ja, meine Zuschauer haben recht. Ich hatte das letzte Mal hier so die Wasserquelle weggemacht von dem Beet da unten. War eine blöde Aktion. Habt ihr was zu essen? Ich schenke dir allen mein Brot. All dein Brot? Nein. Nicht alles. Warte mal, erstmal. Oh, ich habe hier eine Hose. Ich habe eine Diamantenhose? Feuerschutz. Die hätte ich vorhin anhaben müssen. Wieso habe ich die nicht angezogen? Okay. Das machen wir mal da rein. Ich habe essbaren Schleim. Geht einer noch kurz mit pennen? Da rein. Dann ist mal wieder Tag. So. Ist doch Tag. Ach nee, jetzt mal hell. Was? Tag? Nein, geht nicht Tag. Wird nicht Tag gemacht. Wird ins Bett gegangen. Warte mal. So. Du kannst nur nachts schlafen? Hä, ist schon wieder Tag. Ja. Ach Mann. Was mache ich mir überhaupt die Mühe, hä? Ja, das musst du wissen. So. Niklas, du bist und es halt wäre gut, wenn irgendjemand mitkäme, der dann, während ich da baue, mich beschützt sozusagen. Niklas? Ja? Du bist geistig zurückgeblieben, stimmt? Nein, nicht aber ich habe dich gerade als sowas diagnostiziert. Okay. Warum? Naja, guck, überleg doch mal, was machst du, wenn du früher nach kurzem Aufstehen, was machst du da? Kurz nach dem Ausstehen. Mich waschen, ja. Zähne putzen. Ha, siehst du? Warum wäschst du dir nicht die Zähne und putzt dich? So, und ich werde meine Waffe bauen. Du klingst. Ja, das hört sich gut an. Waffe ist immer gut. Mhm. Und Rüstung wäre auch gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wer ist der Arme, der die Kisten sortieren darf? Immer der fragt. Hier sind lauter Grabsteine. Hier ist aber jemand offen gestorben, würde ich behaupten. Da ist nichts drin. Da was drin? Nein? Das lassen wir jetzt da liegen. Es ist ja Blödsinn, wenn ich die Grabsteine ewig mitnehme. Toll. Gut, aber ich will wieder nach oben. Es spawnen aber auch so in der Welt random Grabsteine. Und wisst ihr, was der Witz ist? Ich schrei hier nach Brot. Und habe hier 32 Strawberry Juice. Das ist kein Brot. Das stimmt. Nein, aber was zu essen gewesen. Das ist kein Brot. Ist egal, also, aber es ist essbar. Keine Erde mehr. Keine Erde? Ich muss jetzt erstmal wieder nach da oben. Und dafür sorgen, dass hier wirklich nichts mehr spawnt. Du musst erstmal wieder dort hoch, oder? Ja, ja. Nach oben? Ich muss erstmal wieder nach dort oben oder dort hoch. Ist völlig egal. Hauptsache die Richtung stimmt. Richtung? Ja, nach oben. Du oben hin. So. Also jetzt werde ich nämlich wieder am Ende hier runter geschossen. Da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Peter, du musst nach hoch.
Nach oben. Nach hoch. Wir haben nämlich keine Erde mehr. Ihr habt keine Erde mehr, das macht nichts. Ich habe nämlich die Erde mitgenommen. Das heißt, ich werde dort oben schon mal Erde aufsetzen, dass wir dort auch anpflanzen können. Ja, aber bitte nicht singen. Kannst du mir mal verraten, was ich dir angetan habe, dass du mich so quälst? Du hast keine Erde mehr hier gelassen. Ich hab dir doch ein Stück hingeworfen. Noch Erde da unten. Nein, nicht ein Stück. Du brauchst doch bloß buddeln. Ja, vergiss es. Ja, aber ich hab dir doch ein Stack hingeworfen, das müsste in deinem Inventar sein. Ja, dann sag das doch. Hab ich doch. Ich komme doch hier hoch. Alter Schwede, ist das weit hoch. Wir brauchen hier echt Lift. Ist das weit oben? Sticks. Ja, ma? Ja? Du brauchst mich nicht berichten. Konsteres ist das hoch oben. Sehr freundlich von dir, aber danke. Nein. Du brauchst mich nicht. Ich muss dich korrigieren. Meter, wie soll denn das dann im nächsten Aufsatz werden? Was für ein Aufsatz? Schule? Nein. Ach, die ja, habe ich lange hinter mir. Du hast die Schule ja abgebrochen für YouTube. Was? Was? Kannst verstehen, dass du es den Zuschauern nicht sagen willst. Ich brauche nur noch ein Stack Erde. Also, ich krieg mit dir mal echt ein zu viel. Also, 25 habe ich noch einstecken. So, jetzt gucken wir mal. Da ist schon wieder sowas gespawnt. Ja, ma? Ja? Brauchst du? Wieso spawnen die als hier? Ich brauche eigentlich nicht, aber danke. Wieso spawnen die? So, den haben wir futsch. Wieso spawnen die? Oh, meine Fresse, das gibt's ja nicht. So, dich kriegen wir auch kaputt. Denn dich auch. Komm, stirb jetzt. Stehe. Du bist hier so ein... Ah, hier scheint was zu fehlen. Das treibt hier rüber. Leider haben wir nicht genug Erde. Egal. So, wo hatte ich die... Echt jetzt, das ist alles dieses komische Schleimgras geworden? Was? Das müssen wir anders machen hier. Das heißt, ich mache jetzt... Genau, ich weiß, wie ich es mache. Und zwar ziehen wir jetzt hier so eine Fläche von rüber. Ach Mann, jetzt ist der Zombie gestorben. Ich wollte gerade mein neues Schwert ausprobieren. Okay. So, und das machen wir 2 Block breit, würde ich sagen. Und dann sollte da definitiv nichts mehr sich umwandeln. So, dann machen wir... Ja doch, wir gehen bis da dran, würde ich sagen. Gehen bis da dran. Genau. Dann machen wir hier. Da. So, dann gehe ich dann gleich mal Erde farmen. Aber vorher noch mal kurz schauen, ob ich die Kühe vermehren kann. Und für diejenigen, die jetzt sich fragen, warum macht er den Rand 2 Block breit? Ganz einfach, eine Reihe möchte ich ganz gerne, da möchte ich einen Zaun draufsetzen. So. Dann fangen wir hier mal an und ich hoffe, das wandelt sich jetzt nicht mehr um. Sollte eigentlich nicht. So. Boing, boing, boing. Juhu. Mehr Kühe. Ja, aber wir brauchen Schafe, Leute. Schafe. Ich brauch was Kühe. Wir brauchen Schafe. Okay. Ja. Nicht das, was Mu macht, sondern das, was Bäh macht. Zur Not. Aber wir haben doch sowieso schon so wenig drauf. Und wenn da noch einer mäht? Ja, keine Ahnung. So. Zack. 1, 2, 3, 4. Genau. So. Dann 2, 3, 4. Mein Inventar schon wieder komplett zu. 2, 3, 4. Fackeln,
Fackel-Express kommt. Genau, da können wir eigentlich hier noch ein bisschen rausgehen. Das, dann runden wir das Ganze so ein bisschen voll. Dankeschön. 2, 3, 4. Dann sieht das schöner aus. Würde ich behaupten. Wenn das so gleichmäßig dann so in dem Feld ist und so, ne? So, dann können wir hier die Steine noch ein bisschen rausholen. Gut, mit der Insel ist es nicht unbedingt gleichmäßig, aber das ist egal. So. Ein paar Zuschauer haben ja auch geschrieben, dass wir das so machen könnten, wie so ein Agrarian Skies, dass wir so hauptsächlich auf der Insel bauen hier. Wäre auch nicht schlecht, oder? Doch. Haben wir aber das Ding im Boden und jetzt willst du doch gehoben. Wir können unser Material da unten holen. Ne? Ich denke, dass hier Nein, ich will unten holen. Deutlich sicherer sein dürfte. Ich mag keine Höhenflüge, ich bleib unten. Nein, du kommst mit hoch. Nein. Und du kriegst keine extra Bratwurst. Ich mag keine Bratwurst. Mir egal. Ich bleib so. Ein paar da rein, der das Feld bewacht. Und nein, ich baue das oben nicht nochmal. Ich baue doch schon das Feld. Ich hab's doch. Ich bleib oben. Ursprünglich sogar deine Idee, ne? Nicht dort oben. Dass wir diese Insel besetzen wollten. Ja, besetzen. Hochgehen. Aber nicht dort oben wohnen. Ups, ich hab keine Erde mehr. Das ist schlecht. Ich hab keine Erde mehr. Oho, Opfer. Wird das eigentlich Erde, wenn man es abbaut? Nein, wird's nicht. Ich glaube nicht. Blaue Schleimerde. Kann man das irgendwie umkraften? Nein, kann man nicht. Gut, dann setze ich es wieder hin erstmal. Weil das bringt uns ja nicht wirklich weiter. So, und ich hoffe, dass das hier jetzt auch so bleibt. Und ich habe natürlich blöderweise Yama meine Hacke gegeben. Das heißt, da kann ich nichts dran ändern. Und ja, gut, der Weg geht schnell nach unten, würde ich sagen. Ja. Allerdings, Moment, ich will erstmal hier noch ein bisschen wenigstens die Koppels nach hinten ziehen. So. Machen wir erstmal eine Reihe. So, dann können wir hier ein schönes großes Feld hinzaubern, würde ich sagen. So. Zack, zack. Ich hole jetzt mal ein bisschen Erde. Will das jetzt wirklich Nacht werden? Ich hoffe nicht, weil ich habe nämlich kaum noch Fackeln. Wäre äußerst ungünstig. Naja. Zur Not gehen wir einfach. Oder, warte mal, ja, da habe ich noch eine Fackel. Oha. Das wäre wirklich ungünstig. Ja, mal gehst du mal bitte hier kurz. Hier könnten wir eigentlich auch mal so ein bisschen Beleuchtung reinbringen. So, und das war's dann. Nein, Leute, ich mache jetzt hier einen Jump, spring ins Wasser da unten und komme dann zurück, würde ich sagen, bevor hier was spawnt. So. Ach, ihr habt schon geschlafen? Find ja. Gut. Miteinander sogar. Nein. So, Ich brauche Erde. Ist da drunter Wasser? Ich geh farmen. Ja, nimm mal die Erde mit. Bam. Okay, die Erde habe ich wohl nicht gekriegt. Das hat nicht funktioniert, was ich vorhatte. Egal, ich brauche sowieso mehr Erde. Und dann baue ich ein richtig schönes Haus. Und ein Yama will da nicht wohnen, ist er selber schuld. Genau. Genau. So, warte mal, was ist denn hier? Ist das so Kelb? Brauchen wir so Seegras? Ich glaube, davon hast du irgendwann mal was mitgebracht. Sushi. Für Sushi? Mhm. Okay. Ich habe gerade mal so ein bisschen mitgenommen. Keine Ahnung, ob was brauchen. Auf jeden Fall muss ich da noch einiges an Erde haben und ich brauche die Hacke, Yama. Damit ich da oben umgraben kann. Und ich brauche einen Eimer, brauche ich auch noch für Wasser. Und ich muss da noch was drunter bauen, dass das nicht wegfließt. Hier unten ist es Beet nicht. Nein, super, das nicht gedacht. Immer diese Alleingänge. Ja, sag doch mal, ich komm doch hier nicht hoch, gibt's denn das? So schlecht in Jump'n'Run bin ich ja wohl auch nicht, oder? Nicht schon. Oder doch? Ach, lieber jetzt runterfallen, als dann kurz vor Ende. Ich bin oder so. Kurz vor Ende runtergefallen. Ja, das ist dann immer ungünstig.
Gut, weiter. Hast du mit, das hast du doch aufgenommen, das war doch in der Aufnahme kurz vorm Ende. Ah, stimmt, ja, wo wir den Adler noch von Yama gesehen haben, sozusagen, wo er von der Insel runtergejumpt ist. Und gejumpt. Aha. Aua. Gut, machen wir das jetzt mal daran. Ist hier inzwischen wieder Erde? Nee, ne? Ich bin am Farmen Salz und hab über zwei Stacks. Dabei. Das machen wir auch da rein. Dann, von wem ist denn das der Kopf? Von German Video. Also, ah! Okay. Das ist Duffy, okay. Gut. Gut, warum lasst ihr immer die Tür aufstehen? So. Und ein paar von den Pflanzen brauche ich dann später noch für oben. Und ja, mein Kopf, die Hacke. Ich gebe dir die Hacke, wenn ich hier unten wohnen darf. Und ich habe hier so lange dran gearbeitet. Du wirst noch sehr viel länger oben dran arbeiten, weil wir da nämlich noch viel mehr bauen. Nö, außerdem hast du doch sowieso in den Clarence Gas die ganze Zeit oben gewohnt. Warum willst du jetzt schon wieder oben? Weil ich das von dir erst eine gute Idee fand und die Zuschauer das auch möchten. Ich habe nur gesagt, dass oben, das hoch, nicht dort oben wohnen. Was wollen wir dann da oben machen? Das Zeug von da oben runterholen und dann formen, wie zum Beispiel dieses Schleimzeug. Oder wollen wir es die Zuschauer entscheiden lassen? Na toll, man kann ja gleich hochziehen. Ja, das hoffe ich ja. Nee, hoffentlich nicht. Also, wen habt ihr lieber, Metas oder mich? Ich halte mich da mal ganz dezent raus. Metas? Ja? Hi! Okay, ja, die brauche ich. Und? Nein! Metas habe ich auch noch für dich. Pass mal auf, wir machen das anders. Wir werden da oben mehr von diesem Schleimgras anlegen, klar. Ich werde dort oben auch so eine Art Monsterfalle bauen, aber keine Monsterfalle in dem Sinne, sondern eine Slime-Monsterfalle. Also, dass die Slimes da drin spawnen ja sowieso. Und dann müssen wir gucken, dass wir die da irgendwie runterfallen lassen, ja, und mit Trichtern dann das Ganze auffangen, würde ich sagen. So, was brauchst du? Die Hacke. Ich tausche meine Erde gegen deine Hacke. Nein, die Erde kannst du hier haben und die Hacke kannst du jetzt auch haben, weil ich das jetzt gerade umentschieden habe. Hä? So, wo brauchst du Erde? Bleib doch mal bei einer Sache, setz dich doch auch mal für was ein. Das tue ich ja. Ich setze mich für Yama ein. Oh. So, 1, 2, 3, 4. Jo, hast du schon... Yama, es wäre mal gut, wenn wir irgendwie das Feld ein bisschen sortierter hätten. Kannst du ja gerne tun. Kannst du ja gerne tun. Du bist hier als am Durcheinander am Pflanzen. Wie soll denn das sortiert werden? Ich pflanze das, was ich gerade behandle. Pass mal auf, wir machen das ganz anders. Wir machen das alles mal ab hier. Was? Und dann alles? Gibst du mir bitte Sorte für Sorte. Nun. Ja, und ich mache erstmal Zeug in die Truhe. Damit ich Platz im Inventar habe. Wenn ich schon dabei bin, soll ich irgendwem irgendwas reparieren? Eigentlich, warte mal, die braucht man nicht unbedingt. Nee, also theoretisch nö. Okay. So. Weil ich habe ja noch alles ziemlich heile, bis auf die eine Spitzhacke, aber die will ich sowieso aus meinem Inventar jetzt rausmachen. So, dann. Gut, fangen wir an. So, ich werf dir mal Zeug zu. So, gut, dann. Hey, Metas, hier ist Zeug. Jo, langsam. Der kommt noch mehr, das ist nicht alles. Machen wir mal nach oben. Jetzt warte erstmal. Tu das alles mal in eine Doppeltruhe hier. Und sortierst dann. Also lass es sortieren, das macht schon ordentlich. Warte mal. Jetzt schauen wir erstmal. Ich wollte ganz gern Sorte für Sorte haben und nicht alles einmal. Ja, aber ich muss doch erstmal alles abbauen. Und das sortiert sich doch dann von alleine. Warte mal, hier, das machen wir auch raus, den Sand. Das Schwert lasse ich jetzt erstmal in der Truhe, das auch. Die können wir auch erstmal in der Truhe lassen, brauchen wir vorläufig nicht. Die auch. Gut. Dann fangen wir mal an zu sortieren hier. So. Essen brauche ich definitiv. So. Dann wieder da rein. Und dann, oh wei, Yama. Alter Schwede,
Okay, jetzt liegt's rum. Ja, jetzt liegt's rum, das ist nicht gut. So. Da ist noch was. Gut. Okay, fangen wir an mit Kaffee. Hast du noch Kaffee? Ja. Gut, das machen wir. Hier komplett die Reihe. Soweit wie es geht. Auch die nächste noch nicht? Nein. Da reicht eine Reihe. So, dann Gerste. Hast du noch Gerstensamen? Ja, was ist mit dem Restkaffee? Weiß ich. Was ist mit dem Restkaffee? Keine Ahnung, das hebst du erstmal. Oder machen wir. Nee, das wird zu viel Kaffee. So viel Kaffee brauchen wir doch nicht, oder? Ja, keine Ahnung. Nein, glaube ich nicht. So, jetzt will ich mal gerade so ein bisschen hier sortieren. Warte mal, was haben wir hier? Artischocke. Hast du noch Artischocke? Ja. Gut, bitte hergeben. Gut, das sind nur 7 Stück. Ich habe von manchen nicht so viel. Die muss ich halt mal vermehren. Dann machen wir hier dann so bis 10 Stück. Das heißt, hier sind es 8 Zähne. Das heißt, noch einen weiter. Die so, drei dann, hier. Wenn das ja. So 7 sind, ist das nicht so gut. Rein. Ja. Jetzt warte mal. Strawberry. Hast du noch Strawberry? Bohnen, Rhabarber, Raspberry hatte ich. Mein großer Baum ist gewachsen. Wahrscheinlich nicht. Doch, 7 Stück hier. Sehr gut. Das heißt, 1, 2, 3. 4, 5. So, dann haben wir hier auch 10 Stück. Gut. Die restlichen gebe ich dir mal. Die steckst du mal bitte ein. Als nächstes. So, warte. Lass mich bitte gucken. Hier ist ja noch mehr Kaffeesamen. Hm. Alter, wie viel Kaffee haben wir denn? Warte mal. Cottonseed, Cranberry, was ist denn Asparagus? Bohnen. Genau, hast du noch Bohnen? Mal gucken. Ja. Gegeben. So. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum von allen 10? Das wird nicht mehr. Du hast hier 3 Sorten, werden. Gib doch jedem noch eins mehr. Was? Du hast hier 3 Sorten, gib doch jedem noch eins mehr, dann gibst du hier hinten auf. Warte. Also noch 2 mehr, zu. Dann sind es 12. So. Hier. Bohnen. Bis hinten hin. Nein! Ups, was war das? Erdbeere. Das hier weg. Heißt, so. Die müssen bis hier hin? Ja, der Rest habe ich schon. Die Bohnen sind zu weit. Was? Zu weit? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 lang. Die müssten 6 lang sein. So. Oh, ich habe noch Greatwood. Jetzt zufrieden? Nein, die Bohnen sind 7 lang. Nicht mehr. Die Bohnen sind 7. Ich habe gerade eins weggemacht, John. Du hast doch hier nachgelassen. Zähl nach. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Legt sich einer mit hin? So, hier, ja mal. Jetzt gebe ich dir die. So, dann fangen wir hinten wieder an. Legt sich einer mit hin? Moment. Nein, mit dir schläft gerade keiner. Ich mache das hier hin. Was sind das? So machen wir das. Guter Bager, muss ich einmal welche. So, haben. So machen wir die. Gut, das reicht. Und so, das, das gebe ich dir mal. Steck mal ein, bitte. Jetzt ich voll bin. So, dann sortieren wir das Ganze. Beet Seed, haben wir davon noch? Ja, ein paar. Ja, gib mir bitte noch welche. Was ist das überhaupt? Das weiß ich jetzt auch nicht. So gut ist mein Englisch auch nicht und ich würde sagen, das reicht dann auch. So. Übersetzen dann. Ja. Gebe ich dir das. Moment. Oazid. Genau. So. Was immer das auch ist. Hast du davon noch welche?
Oh, okay, geht nicht ganz auf. Was auch immer das ist. Gold. Wir brauchen mehr davon. Ich mach, ich züchte mal noch ein paar. Hast du Bone Meal? Nein, genau, ist billiger. Okay, gut. Dann haust du hier noch einen hin und dann nochmal eine Reihe dran, würde ich sagen. Da, wie ist das Zeug? Oat. Jetzt habe ich 19 Oat. Ja, hier. Wie viel brauchen wir an Samen? Also machst du jetzt erstmal hier noch einen dran, bitte. Gut. In die Ecke hier und dann noch eine Reihe. Also 4. Ja. Dann sag doch 4. Ich kann doch nicht so weit zählen. Weißt du doch, ich zähle immer noch. Da kommen 2 und bringen noch 2 mit. Oder so. So, jetzt Mustard Seed. Hast du doch mal noch welche? Ja. Sehr gut. Das ist Senf. Jupp. Jo, das ist Senf. Mustard. So. Mustard, genau. Sicher, dass es nicht eins länger ist? So. Meine, den Rest machen wir hier. Was brauchen wir da? Eggplant. Also Eierpflanze. Aubergine. Da heißt es Eierpflanze, ist mir egal. So, das reicht. Gut. Warte, Jammer. Hier. Hast du das? So. Hier, das könntest du auch mal angleichen hier. Da fehlt da noch ein bisschen. Du hast doch noch was zum wachsen lassen, ne? Das Dünger. Ist ja mein guter Dünger. Ja, ja. Dass du hier noch 5 Stück hinklatscht. Fünf? Auch die Schocken sind das. Ja. Gut. Dann weiter geht's. Hast du noch Gerstensaft? Oh. Nein. Aber doch, 31. Weil ich möchte mich ganz gern hier vor komplett Gerstensaft hinmachen. Gib mir mal. Smaragd gefunden. So, das heißt, das hier wird komplett Gerste. Warte mal, die Reihe auch noch. So. Aber das heißt, hier machen wir komplett Gerste. Bitte? Gerste macht doch keine Samen. Weiß ich. Wo kriegen wir die dann her? Das zeige ich dir dann. Unterwegs, wenn du Gerste findest. Erst rechtsklick, dann linksklick. Okay. Ja? So. Dann machen wir weiter. Genau. Cotton Seed machen wir auch. Dann kriegen wir doch, glaube ich, diese Wolle daraus, ne? Mhm. Jo. Ja, bei die sind die einzigen, die wirklich richtig funktionieren. Ja. Gut, dann hast du noch mehr davon? Wie hießen die? Cotton Seed. Cotton. Wenn nicht, mach bitte die Reihe zu, vollständig. Komplett? Ja, weil Wolle werden wir viel brauchen. Fröhlicher Bergarbeiter. So, was haben wir hier? Das sind Kaffeesamt. Könntest du mir etwas Essen bringen? Oder? Radieschen, genau. Bitte? Ich bin so eben am Verhungern. Warte. Hier. Nimm die 4 Brote. Ich habe noch Saft. Brauchst du Saft auch noch? Mhm. Gut. Dann machen wir. Gib mir bitte auch mal was von diesen. Hast du noch 5? Hast du noch 5? Das ist schlecht. Den kann man aus Sand und diesem blauen Audit machen. Mhm. Ja, dann kannst du mal ganz viel davon machen. Das brauchen wir aber noch ein bisschen Adalt. Wir haben aber keinen Sand mehr. Und kein Audit. So. Das war nochmal Radieschen, genau. Dann machen wir auch hier. Okay, da brauchen wir mehr. Da brauchen wir mehr. Wie heißen die auf Englisch? Radish. Ja. Warte mal. Butter Bagger hätte ich. Ist es dunkel draußen? Jo, mal kurz schlafen gehen. Jetzt auf einmal. Ja, weil ich will mal schnell Sand holen gehen. Sehr gut. Wakey, rise and shine. Good morning, everyone. So. Aww. Die Schaufel muss ich einstecken. Die habe ich da reingemacht gehabt. Hä? Nein. Da habe ich sie reingemacht. Gut, die nehmen wir jetzt mit. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
Oh, warte mal, das weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geschaut. Also circa eine Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, wir machen weiter beim nächsten Mal. Ja, mal gut, dass du mal mit einem Auge drauf hattest. Alter Schwede, wenn man so vertieft ist in seine Arbeit. Also, was heißt ich in seiner Arbeit? Nicht dem, was sagen, man tut. Ich wollte dann nicht hier weitergemacht hättest, aber wenn du jetzt Sand fahren willst, dann ist egal. Beim nächsten Mal farme ich Sand. Ja, in der nächsten Folge. Und dann geht's hier weiter, dann können wir auch wieder Dünger machen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.